Hallo und herzlich willkommen zu My Hands, deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit Bettina Roschewitz. Sie begleitet seit über 30 Jahren Menschen mit körperlichen Erkrankungen und in persönlichen Krisen mit der japanischen Selbstheilmethode Yin-Chin-Jutsu und unterstützt sie auf ihrem Weg zurück zu Kraft und Gesundheit. Hör direkt rein in diese Folge und entdecke das Wunderwerk deiner Hände. Herzlich willkommen zum Podcast My Hands. Ich bin Bettina Roschewitz und schenke mir diesen Start heute, Weihnachten 22, schenke ich mir den Start des Yin-Chin Jutsu Podcasts mir selbst. Ich träume schon lange davon, einen Podcast zu beginnen, aber ihr kennt es sicherlich, wie es immer ist. Es gibt wichtigere Sachen, dringendere Sachen zu machen und ich habe es immer wieder rausgeschoben. Nicht zuletzt, weil ich diese Art der Kommunikation jetzt erst kennenlerne mit euch und die Herausforderung technisch jetzt gemeistert werden kann von mir. Ich bin jetzt soweit, dass ich das leisten kann. Und auch im hohen gesetzten Alter freue ich mich sehr, mit euch über Yin-Chin Jutsu zu sprechen. My Hands. Was bedeutet das? Was ist das für ein Podcast? Was soll das? Geht es um Nagelstudio oder um künstliche Fingernägel? Nein, es geht darum, was für unglaubliche Kräfte in unseren Händen wohnen. Zu meiner Person, ich bin über 60 Jahre alt, seit 35 Jahren arbeite ich mit Yin-Chin Jutsu, dieser Selbstheilungsmethode, die den Körper wieder auszubalancieren. Zu meiner Person, ich habe ein großes Zentrum geleitet, wo ausschließlich alle Patienten, die gekommen sind, mit Yin-Chin Jutsu behandelt wurden. Das eben über 30 Jahre und seit fast 30 Jahren unterrichte ich Yin-Chin Jutsu an Menschen, die ihre Gesundheit in die eigenen Hände nehmen wollen. Ich beginne, euch mit ins Boot zu holen, sozusagen, warum wir heute hier zusammenkommen, wo die Anfänge davon sind, und erkläre hinterher noch ein bisschen genauer über Yin-Chin Jutsu, was das eigentlich ist. Falls du gedacht hast, es geht hier um Nagelschönheit oder vielleicht um eine asiatische Kampfsportart, beides ist nicht richtig. Es geht hier darum, wie wir dauerhaft gesund sein können, bleiben können oder wenn wir die Balance verloren haben, wie wir diese Gesundheit wieder zurückbekommen. Yin-Chin Jutsu ist ein japanisches Wort, weil diese Heilmethode in Japan wiederentdeckt wurde und dann über eine Amerikanerin, die in Japan als Lehrerin gearbeitet hat, aber selbst Asiatin war, die hat die Heilmethode in Japan gelernt und sie dann mit in die USA zurückgenommen und wurde da die weltweit bekannteste Lehrerin. Ihr Name ist Mary Burmeister. Und von ihr haben einige von uns das Glück, weil wir eben schon etwas älter sind, lernen zu dürfen, durften wir lernen. Und ich habe viele Kurse gemacht. Ich bin schon die Generation, die sie nicht mehr persönlich zwar kannte, aber zu der Zeit hat sie schon nicht mehr unterrichtet. Und trotzdem gab es eine Begegnung mit ihr, die mich sehr nachhaltig beeindruckt hat. Also, von einer japanischen Methode, die in die USA kam und von da in die ganze Welt. Und es gibt weltweit Tausende von Yin-Chin Jutsu Studenten und auch einige Praxen. Es ist noch nicht so sehr bekannt, aber eben schon viel bekannter als vor 35 Jahren, als ich das kennenlernte. Warum habe ich das kennengelernt? Wie ist das passiert? Vielleicht kennst du solche lebensverändernden tiefen Einschnitte, die ja oftmals mit einer Lebenskrise zusammenhängen. Ich habe mein Leben damals gar nicht als Lebenskrise empfunden, aber rückblickend war es eine sehr starke. Ich war 28 Jahre alt und dachte, ich hätte meinen Traumberuf, dachte, ich hätte meinen Traummann. Ich hatte zwei kleine Kinder, zwei ganz, ganz entzückende kleine Kinder und dachte, eigentlich ist alles in Ordnung. Und dann
hatte ich eine Fehlgeburt, sehr vorangeschritten schon mit meinem dritten Kind, und danach habe ich mich nicht erholt. Ich hatte drei Lungenentzündungen in einem Jahr. Ich war erschöpft, ich war gereizt, ich war wirklich depressiv und hatte zwar homöopathische Unterstützung und es waren liebe Freunde da, die mich unterstützt haben, aber ich kam nicht auf die Füße. Bevor das alles passierte, als junge Frau, habe ich in der Uniklinik Hamburg gearbeitet, habe dort so alle Stationen durchlaufen. Was mich sehr begeistert hatte, war die Arbeit im Kreissaal, bei Geburten dabei sein zu dürfen, bei vielen. Das war wunderschön. Und bin dann aber nach der Ausbildung dort in der Uniklinik in die Psychiatrie gegangen und habe dort als Dauernachtwache auf der geschlossenen Frauenpsychiatrie gearbeitet. Weil da hatte ich dieses Gefühl, ich konnte den Patienten Zeit geben. Und letztendlich habe ich da schon das gemacht, was ich dann später gelernt habe. Ich habe ihre Hände gehalten. Ich habe nachts da gesessen und habe den Menschen, die oft fixiert waren und in sehr schlimmer Verfassung, die Hände gehalten. Ohne zu wissen, was ich tat. Es war einfach ein Impuls, dass ich das gerne machen wollte. Nun zurück zu meiner Lebenskrise. Ich kam nicht wieder auf die Füße. Und mein Sohn wurde eingeschult und zu der Einschulung wollte ich unbedingt gehen und hustete und hustete und hustete. Und bei der Elternschaft war eine Ärztin, die mich rausbegleitete und sagte, du, das hört sich nach einer Lungenentzündung an. Ich sage, ich weiß, aber ich möchte doch so gerne bei dem ersten Elternabend dabei sein. Und dann begleitete sie mich auf die Mädchentoilette und horchte mich ab und sagte, du, das solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ich brach in Tränen aus und ob der liebevollen Worte. Und sie sagte, du, ich habe da vor kurzem jemanden kennengelernt, eine alte Dame im Halbkeller in Poppenbüttel, das ist ein Stadtteil von Hamburg. Und die hat mich in einer sehr kritischen Unterleibssituation begleitet. Und geh doch da mal hin. Ich war nicht in der Lage, Widerstände zu entwickeln und wusste auch gar nicht, worum es ging. Kam also zu der ersten Jens-Schnierzu-Behandlung, lag auf der Liege, wurde, wie wir das umgänglich sagen, umsprachlich, wie heißt das Wort, umgangssprachlich nennen, wurde geströmt. Und schon nach 2, 3 Minuten dachte ich, und hörte innerlich diesen Satz, das ist das, wonach du immer gesucht hast, das ist das, was du dir immer ersehnt hast für andere Menschen. Das war unglaublich, wie ich mich gefühlt habe. Mein Körper reparierte sich selbst und gleichzeitig empfand ich eine unglaubliche Entspannung und das zusammen hatte ich einfach noch nie erlebt. Und dann bin ich sehr regelmäßig dorthin gegangen, habe mich behandeln lassen, habe die ersten Kurse belegt, habe dann die Kinder angefangen zu strömen und wollte das immer noch gar nicht integrieren in mein Leben. Aber es kamen so viele Menschen auf mich zu, die anderen Mütter mit Kindern, die dauernd erkrankt waren, im Freundeskreis waren schwere Erkrankungen aufgeteilt und ich konnte gar nicht anders. Und ich begann zu behandeln und habe meinen alten Beruf noch nebenbei weiter probiert durchzustehen, muss man wirklich sagen. Und dann kam sehr schnell die Entscheidung, nein, Bettina, das ist das, was du machen willst. Das war so ein starkes Gefühl und das hat mich bis heute nicht verlassen, dieses starke Gefühl. Es war erst eine Vision, Jin-Jin-Jitsu in die Welt zu bringen, dass viele Eltern ihre Kinder behandeln können, dass viele ältere Erwachsene ihre sterbenden Eltern begleiten können, dass es eine andere Art von Miteinander sein kann. Und diese Vision ist zur Mission geworden. Und ich habe eben in diesen 35 Jahren über 60.000 Behandlungen, Jens-Schnierzu-Behandlungen Menschen gegeben. Ich habe Tausende von Menschen in meinen Kursen das Jens-Schnierzu beigebracht. Und ja, und jetzt schenke ich mir diesen Podcast und freue mich einfach wie ein kleines Kind, dass ich gesprungen bin und mich das traue, dass ich mir das zutraue, dass ich das einfach mache.
mit 63 meinen ersten Podcast. Alle aus meinem Team haben gesagt, Bettina, du hast doch so viel zu sagen, mach es doch einfach. Aber ich habe es, wie gesagt, immer ein bisschen geschoben. Was ist dann passiert in meinem Leben? Ich habe Jinshin Jitsu zu meinem Beruf gemacht. Da ich ja Krankenschwester war, hatte ich sehr viel medizinische Vorbildung und damals war das noch so, dass man einen Titel brauchte. Ich habe dann die Heilpraktika-Ausbildung gemacht, also in so einem Crashkurs und habe dann angefangen, eine Praxis zu eröffnen und von da an war mein Leben turbulent und aufregend und das, was ich über Jinshin-Jitsu erfahren habe, das war natürlich einmal wirklich, ich glaube, an die 80 internationalen Kurse, die ich belegt habe und sehr viel Jinshin-Jitsu gelernt. Aber die wirklichen Lehrmeister waren meine Patienten. Über meine Patienten habe ich so, so viel Jinshin-Jitsu gelernt. Wie es wirkt, wie Menschen das aufnehmen, was es für Widerstände gibt, was es für unglaubliche Heilungsmöglichkeiten gibt, wenn man seine Selbstheilungskräfte aktiviert und wenn man vor allen Dingen sein Leben wieder in die Hand nimmt, gerade nach einer schweren Diagnose oder nach einer psychischen Auffälligkeit, dass man von der Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit wieder in die Aktion kommt. Und Gesundheit kann jeder von uns lernen. Gesundheit ist lernbar. Es wird nur nicht unterrichtet. Also wenn wir uns das mal überlegen, die Ärzte kümmern sich um die Krankheiten und wer kümmert sich um unsere Gesundheit? Wenn Gesundheit doch das höchste Gut ist, wo sind die Experten, die sich um unsere Gesundheit kümmern? Die Experten, die seid ihr. So wie ich zu einer Expertin geworden bin. Eine Expertin, die sich um sich kümmert. Die schaut, bin ich in Balance? Die schaut genau, wo geht es mir nicht gut? Was kann ich tun für mich? Wo mache ich zu viel? Wo brauche ich Unterstützung? Diese ganze Aufmerksamkeit mir zu schenken, ohne dass das Leben dabei nicht mehr lebbar ist, gar nicht. Das ist ein kurzer Check. Ja, so ist das gewesen. So bin ich zum Jinshin-Jitsu gekommen und bin ja schon eine Expertin geworden. Eine Expertin meiner selbst und eine Expertin, was Jinshin-Jitsu angeht. Und Jinshin-Jitsu hat eben sehr viel mit Bewusstheit zu tun, mit Bewusstwerdung, mit Erkenntnis, weil wenn du anfängst, Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen, verändert sich ganz viel. Du bekommst wirklich einen ganzheitlichen Blick auf deine Gesundheitsthemen. Es macht Sinn, dass Körper, Geist und Seele in einer Einheit schwingen. Das beginnst du wahrzunehmen und zu fühlen. Und es ist mir eine große Freude, immer wieder darüber zu sprechen. Was erwartet dich in diesem Podcast? Ich habe ja gesagt, ich schenke ihn hier zu Weihnachten, das heißt, wir starten Weihnachten. Und von Weihnachten bis Silvester wird es jeden Tag eine Folge geben, weil wir wissen, weil wir sehr viel Notfallsprechstunde angeboten haben, aus traurigem Anlass in den letzten 30 Jahren, dass gerade in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr einfach ganz viele Themen hochkommen. Es gibt Familientreffen, die unschön enden. Es gibt zu viel schweres Essen. Es gibt unangenehme körperliche Reaktionen. Und deswegen haben wir beschlossen, wir schenken euch eben diese Folgen von Weihnachten bis Silvester täglich. Und im neuen Jahr wird es dann immer dienstags und freitags eine neue Podcast-Folge geben. Da kannst du dich drauf freuen. Es wird wie ein Potpourri, also viele Tipps und Anregungen zu ganzheitlicher Gesundheit, aber auch ein tieferes Verständnis der Zusammenhänge,
was sind Ursache und was sind Wirkung, von wie entstehen überhaupt Symptome und woher kommen sie. Das wird ein Schwerpunkt sein. Viele Yinshin Jitsu-Tipps, was kann ich tun, um mich zu unterstützen. Außerdem lade ich Expertinnen ein für interessante Interviews. Und es gibt immer wieder auch private Geschichten von mir über persönliche Höhen und Tiefen in meinem Leben. Also du kannst dich freuen, es wird wirklich abwechslungsreich und es wird viele Inspirationen geben für dich. Ich hatte euch versprochen, heute in der ersten Folge noch ein bisschen was über die Wirkung vom Jinshin Jitsu darüber etwas zu berichten. Ich hatte euch erzählt, jetzt wie das Jinshin Jitsu zu uns allen gekommen ist und jetzt noch etwas über die Wirkung. Das Jinshin Jitsu ist die Kunst, wie Energie durch unseren Körper fließt. Die Kenntnis, dass Energie durch unseren Körper fließt. Die fließt durch ganz fest angelegte Bahnen. Das ist auch nicht eine Glaubenssache. Viele Menschen sagen, Frau Auschwitz, ich glaube gar nicht daran. Das ist ungefähr so, weil ich kann das ja nicht sehen. Das ist ungefähr so, glaubst du an Atomkraft? Die kann man auch nicht sehen. Glaubst du an unsichtbare Dinge? Das ist ja so ein bisschen mystisch. Tritt ein Stück zurück, wenn du da stehst mit der Idee, was Energie ist. Es gibt Energiebahnen, wir kennen es aus der Akupunktur, aus der Akupressur. Es gibt energetische Bahnen, die unseren Körper durchziehen. Und das Interessante ist, dass diese Energiebahnen unseren körperlichen und seelischen Abläufe erst möglich machen. Das war für mich eine unglaubliche Erkenntnis. Die Energie befähigt mich, dass mein System, mein Lymphsystem, mein Blutkreislauf, meine nervale Versorgung, dass das alles funktioniert. Die Energie gibt den Impuls. Also macht es total Sinn, diese Energie kennenzulernen und mit dieser Energie zu arbeiten. Weil sie ist wirklich entscheidend, ob es mir gut geht oder nicht. Ist auch entscheidend, ob ich vital bin oder erschöpft. Es ist entscheidend, ob ich mit 63 Jahren noch Lust habe, mir zu Weihnachten einen Podcast zu schenken. Das ist diese vitale Lebensenergie, die in jedem von uns fließt. Und die gute Nachricht ist, die fließt bei jedem von uns von Geburt an, ob wir es wissen oder nicht. Und es ist mir so eine große Freude, das mit dir zu teilen, weil diese Energie fließt in allen von uns und wir haben eben unsere Hände, die eben einen direkten Einfluss auf das Fließen der Energie hat. Wir machen ja mit den Fingern oder mit den Händen intuitiv ganz viel. Haben wir Kopfschmerzen, fassen wir uns an den Kopf. Haben wir Bauchschmerzen, fassen wir uns an den Bauch. Haben wir was vergessen, fassen wir uns hierhin. Das ist intuitiv, können wir das spüren. Irgendwie haben unsere Hände ein regulatives Prinzip. Da muss ich keinen Kurs für machen, das weiß ich. Oder die Kinder, die ihnen, wenn sie unglücklich sind und unsicher, am Daumen nuckeln. Also die Finger und die Hände haben einen ganz starken Einfluss auf das freie Fließen unserer Energie in uns. Und sie können natürlich Blockaden oder Stagnationen oder überstandene Operationen oder was auch immer, können sie eben wieder regulieren. Eine große Fähigkeit von der körpereigenen Energie. Wir können sie präventiv einsetzen. Das heißt, wenn es uns im Moment gut geht, das wirklich zu genießen und mit Freude und Leichtigkeit und einer Konstanz liebevoll mit mir die Verantwortung zu übernehmen, dass es auch bleibt. Wir sind nicht dafür gemacht, dass wir älter und trauriger und werden und immer mehr Organe uns entnommen werden. Das ist nicht das, wie die Energie es möchte,
Sie möchte ein schönes, lebendiges, vitales Leben. Und natürlich werden wir älter. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass unsere vitale Lebensenergie nachlässt und sich verbraucht. Und wir haben diese Starthilfekabelenergie. Wir können das System immer wieder anfeuern. Wir haben diese Fähigkeit, innerlich in Balance zu kommen. Wir haben diese Fähigkeit zu regenerieren. Und ich möchte dich einladen, euch alle einladen, das kennenzulernen. Ein Riesenfeld, ein Riesenpotenzial, was in uns allen wohnt. In vielen, vielen Menschen ganz unbewusst. Und wenn wir das wieder freilegen, dann entsteht ganz viel Harmonie im Miteinander. Nicht nur im Körper, sondern auch im Miteinander. Weil alles, was ich reguliere, was sich in mir ausgleicht, hat einen Einfluss auf meine Umgebung. Das wird auch ein großer Teil der Abende sein. Und es wird so sein, dass wir über viele Symptome auch sprechen werden, körperliche Symptome, seelische Symptome, Dinge, die immer gerade jetzt in der letzten Zeit sich wirklich potenzieren, Angststörungen, depressive Verstimmung und Schmerzzustände, das ist etwas, was wir immer, immer wieder so häufig hören, dass das zunimmt. Und da wollen wir nicht tatenlos zusehen, sondern da wollen wir gemeinsam etwas für tun. Ich freue mich auf morgen und auf alle weiteren Folgen und grüße dich von Herzen. Tschüss! Schau dich gerne auf unserer Homepage um. Dort gibt es viele Infos über uns, über Jinshin Jitsu, über unsere Formate und ich freue mich, wenn du dort Inspirationen findest.